Bis zum Cosmic Kiss sind es jetzt nur noch wenige Tage. Am Sonntag startet der Saarländer Matthias Maurer ins All zur Mission auf die ISS. Ein halbes Jahr wird er dann dort oben sein Experiment durchführen. Aber noch ist er in Quarantäne in Cape Canaveral. Und dort ist auch mein Kollege Michael Kronz. Michael, Sie haben Matthias Maurer ja getroffen. Wie aufgeregt ist er denn? Ist das überhaupt? Naja, so ganz kann man das natürlich nicht einschätzen. Also er hat natürlich entsprechende To-Do-Listen noch abzuarbeiten und er beschäftigt sich natürlich mit all den Dingen, die jetzt das übliche Prozedere sind vor einem solchen Start. Da bleibt natürlich auch mal hin und wieder eine Sekunde und auch ein paar mehr vielleicht, um ein bisschen aufgeregt zu sein. Und das kann man nachvollziehen. Das ist für ihn der erste Flug und es ist für ihn natürlich auch etwas ganz Besonderes. Er hat ja insgesamt 13 Jahre quasi darauf warten müssen. Vor 13 Jahren ist er ausgewählt worden für das Korps der europäischen Astronauten. Und insofern ist das schon für ihn was ganz Besonderes. 13 Jahre lang Vorbereitungszeit, das ist ja unwahrscheinlich. Schon fast glaubt man da gar nicht mehr, dass man noch abheben kann in die Luft. Was umfasst diese Vorbereitung denn? Wieso dauert das so lange? Naja, er ist vor 13 Jahren ausgesucht worden, ist in das Korps gegangen. Das ist immer dann eine Gruppe von denjenigen, die zu Astronauten ausgebildet werden. Die Ausbildung insgesamt hat natürlich keine 13 Jahre gedauert, aber die dauert mehrere Jahre. Das muss man einfach nachvollziehen können. Das ist ja ein unglaublich komplexes Gebilde, dieser Raumflug. Gebilde insofern, als da viele technische Dinge zusammengehören mit bestimmten Anforderungen, auch an die körperliche Verfassung. Da wird auch immer wieder geprüft, kann man beziehungsweise Prozedere, die man schon mal gelernt hat, auch noch sozusagen unter Testbedingungen hervorholen oder muss man das wiederholen? Matthias Maurer hat uns auch immer mal wieder, weil wir ja viele Sendungen darüber gemacht haben, bei denen er auch in den letzten Jahren aufgetreten ist, gesagt, naja, ich bin jetzt wieder in Houston oder ich bin in Japan oder ich bin in Moskau und wir machen bestimmte Sachen wieder, die ich schon mal gemacht habe, schon zweimal gemacht habe, schon dreimal gemacht habe, aber wieder wiederholen muss. Das ist ja keine Maschine, das ist ja kein Computer. Und insofern ist er ein ganz normaler Mensch, der das auch wiederholen muss, wie wir alle Vokabeln lernen oder was auch immer wiederholen müssen. Also es ist richtig harte Arbeit. Und das wird auch harte Arbeit da oben, denn das ist ja eine wissenschaftliche Mission, wo Experimente durchgeführt werden. Was passiert da? Es ist immer eine wissenschaftliche Anforderungen und deswegen fliegen ja auch inzwischen Wissenschaftler. Früher beim Space Shuttle, da gab es auch immer mal wieder Testpiloten, die das Space Shuttle geflogen haben, weil das auch ein sehr schwieriges Gerät ist. Aber inzwischen sind es Wissenschaftler, die eben diese Raumfahrtmission, diese Raumfahrtausbildung bekommen. Er selber ist Materialwissenschaftler, Promovierter und hat sich wissenschaftlich mit viel Energie darauf gestürzt. Und er passt eben auch sehr gut in diesen Zusammenhang, denn die Materialwissenschaften sind diejenigen, die im Weltraum sehr gut zu erforschen sind. Und wir hatten die Gelegenheit, mit ihm vor 3-4 Stunden noch zu sprechen, denn er ist von Houston mit der Crew hier hingekommen nach Cape Canaveral, nach Florida, von wo er startet. Und die Crew wurde vorgestellt und Kollegin und ich konnten auch noch mal Fragen an ihn stellen. Wenige Tage vor dem Start sind, da haben Sie To-Do-Listen im Kopf, da denken Sie vielleicht an die Freude auf das saarländische Essen, aber worauf freuen Sie sich am meisten da oben? Ja, hallo Michael. Also für mich ist das jetzt eine ganz neue Art zu reisen. Ich habe eben schon lachend zu meinen Kollegen gemeint, es ist das erste Mal, dass ich aufbreche zu einer Reise und ich muss mich um gar nichts kümmern, weil alles wird für mich organisiert. Das heißt, ich kann mich voll auf den Start konzentrieren, auf das, was wirklich wichtig ist. Die paar Tage, die jetzt noch vor uns liegen, dann schauen wir uns unsere Kapsel nochmal an. Wir gehen nochmal im Detail durch, was wir alles machen dann während des Starts. Und ich genieße es einfach nur. Es ist einfach eine tolle Woche. Ich hoffe, ich kann jeden Moment wirklich tief meine Erinnerung mit aufsaugen und auch lange von diesen Erinnerungen dann zehren. Wir haben gehört, dass Blue Origin eine eigene Raumstation aufbauen will. Ist das Konkurrenz? Ist das gut? Wie stehen Sie dazu?
Also ich finde es immer gut, dass mehr Akteure aktiv werden, mehr Leute sich für das Thema Weltraum interessieren. Weil nur wenn mehr Akteure oben aktiv sind, dann können wir natürlich auch die Systeme verbessern und dann auch die Systeme robuster machen und den Zugang für viele Menschen ermöglichen. Auf die lange Frist gesehen denke ich, dass Raumfahrt in der Zukunft das sein wird, was heute die Luftfahrt für uns ist. Und wenn wir 100 Jahre zurückschauen, dann gab es wenige Exoten, die in klapprige Kisten gestiegen sind und dann durch die Lüfte geflogen sind. Heute ist es ganz normal. Ich denke, das ist auch die Zukunft der Raumfahrt. Vielen Dank. Ja, und eine Zukunft der Raumfahrt wird auch sein, Inner Space zu fliegen. Das, was jetzt da 400 Kilometer über uns geschieht auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, das ist sozusagen die Erdumlaufbahn. Das, was kommen wird, ist der Gateway hin zum Mond, hin möglicherweise auch absehbar zum Mars, also in den Deeper Space hin zurückzukommen. Denn seit der Landung auf dem Mond sind die Astronauten ja nicht mehr in diese Richtung zurückgekommen. Wir haben aber mit jemandem gesprochen, der zweimal schon oben war. Und das mit Halbjahresaufenthalten. Alexander Gerst, der immer wieder berichtet hat, wie faszinierend das ist, auf der ISS zu sein, auch mal alleine da zu sitzen und auf die Erde runterzuschauen. Auch er Wissenschaftler und auch er immer noch begeistert. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, er stand daneben und eigentlich hätte er auch wieder mitfliegen wollen. Alexander Gerst, Sie kennen das ja alles, das Prozedere. Diese Tage vor dem Start, die Stunden vor dem Start. Gibt es einen Tipp, den Sie Matthias Maurer jetzt noch geben würden? Ja, ich glaube, Matthias ist gut trainiert. Er hat ja die letzten Jahre damit verbracht, sich auf genau diesen Moment vorzubereiten. Er hat eine tolle Crew, die zum Teil schon erfahren ist, zum Teil auch neue Astronauten und Astronautinnen dabei sind. Also ich glaube, der ist gut vorbereitet. Da braucht er keine Tipps mehr von mir. Trotzdem, gibt es einen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Flug? Gibt es bestimmte Dinge, die man dann einfach kennt und sagt, okay, das ist jetzt einfach dieses Gerappel beim Start so? Ja, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Flug. Der hauptsächliche Unterschied ist ja erstmal, dass man, ja, bevor man zum ersten Mal fliegt, betritt Neuland. Man überschreitet diese Grenze, von der man nicht weiß, ob man das eigentlich kann. Keiner von uns weiß ja, wie er da oben reagieren wird im Weltraum, ob diese Umgebung für einen geschaffen ist oder ob man für diese Umgebung geschaffen ist. Und das ist natürlich was Matthias jetzt 100 Pro im Kopf hat, dass er diesen Moment vor sich hat, auf den er sich so lange vorbereitet hat. Und ja, man muss ja auch noch dran denken, es kann ja immer noch was dazwischen kommen. Es kann ein technisches Problem geben und so weiter. Man hat ja immer für alles einen Plan A, B und C als Astronaut. Aber ja, dass der Start verschoben wird, da kann man nichts dagegen tun. Und da hofft er natürlich jetzt, dass es losgeht, dass es ja den Moment gibt, in dem die Raketentriebwerke zünden, dann den Schub spürt und dann da oben rausfliegt. Der wichtigste Moment ist dann der MECO, Main Engine Cutoff, also wenn die Raketentriebwerke ausgehen, weil man im Orbit ist, das ist so der Moment, in dem man merkt, so okay, jetzt bin ich hier oben, jetzt kann mir das niemand mehr wegnehmen, jetzt habe ich diesen Meilenstein, diesen wichtigen Meilenstein geschafft. Das ist für Wissenschaftler ja auch irgendwie so ein enormer Ansporn. Ich will das jetzt mal da oben ausprobieren. Und Sie haben ja da auch sehr intensiv von berichtet. Wie stark ist dieser wissenschaftliche Aspekt für Sie gewesen? Ja, ich denke, das ist für uns beide sehr wichtig. Irgendwas braucht man ja auch, um bei dem vielen Training so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels zu bilden. Und das ist die Neugier für alle von uns Astronauten und Astronautinnen. In einer oder anderen Weise haben das auch unsere Kollegen, die Piloten sind, die Techniker sind, die Mediziner sind, dass wir diese Neugier haben, die uns antreibt. Und als Wissenschaftler, da hat man das natürlich noch einmal ein Stück mehr, vor allem wenn man das Glück hat wie Matthias, der dann tatsächlich als Materialwissenschaftler direkt in seinem Bereich auch arbeiten kann. Er hat ja verschiedene Experimente da oben, die um Materialwissenschaften gehen, der elektromagnetische Levitator, das Material Science Lab, wo es darum geht, dass wir neue Materialien finden, die das Leben hier unten auf der Erde besser machen. Und da ist er natürlich schon in der Materie drin. Für mich als Geophysiker war es nicht ganz so leicht. Wir hatten da tatsächlich aber auch ein paar Erdbeobachtungsexperimente und auch natürlich auch ein paar Dinge, die wichtig sind, weil wir uns ja auch auf den großen Trip zum Mond vorbereiten. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man sich mit Geophysik und Geologie ein bisschen auskennt. Das heißt, wir haben alle so ein bisschen was wir da mit reinbringen können in so eine Crew. Also egal, aus welcher Richtung man kommt. Und das ist da das Schöne. Sie sind mit den Russen geflogen. Das ist eine sehr kleine Kapsel. Das ist ja schon fast luxuriös, diese SpaceX.
Ja, das ist natürlich eine neue Generation von Raumschiff, die man jetzt hier sieht. Also die SpaceX-Kapsel ist nochmal einfach ein ganzes Stück moderner, vieles daran auch automatischer gebaut. Es ist größer, können im Prinzip bis zu 7 Menschen mitfliegen. Jetzt sind 4 Sitze drin, das heißt, man hat nochmal extra Platz. Das ist schon ein Unterschied. Das ist einfach die Evolution der Raumfahrt, die wir hier sehen. Wie stark ist die körperliche Anstrengung? Wir erinnern uns an Ihre Rückkehr im Regen und Sie haben gesagt, ach, wie herrlich ist das, mal wieder Regen zu erleben in Köln. Wie stark ist diese körperliche Anspannung und der körperliche Stress? Sie waren ziemlich fit, als Sie zurückkamen. Wie kam das? Ja, der körperliche Stress, der ist eigentlich nicht der Hauptstressfaktor, den man auf einer Raumstation hat. Eigentlich ist es viel schwieriger, mental dran zu bleiben. Das ist auch das, was man als Astronaut hat, wenn man zum ersten Mal zur Raumstation kommt, wenn man den Start hinter sich hat, wenn man die Schwierigkeiten gemeistert hat, um überhaupt mal in den Orbit zu kommen, dann fängt die große, lange Zeit an auf der Raumstation. Ein halbes Jahr, das ist schon eine lange Zeit. Dann braucht man eine Strategie, um damit zurechtzukommen, dass man wirklich jeden Tag hart arbeitet, von morgens bis abends, dass man sich konzentrieren muss. Man kann nicht einfach mal so entspannt nebenbei die Arbeit tätigen, ja, weil wenn man das tut, dann macht man vielleicht ein Experiment kaputt, in das viele Leute viel Herzblut reingesteckt haben. Das möchte man natürlich nicht. Das heißt, die Arbeit da oben ist mental anstrengend. Das ist, glaube ich, eins der größten Herausforderungen, die man hat als Astronaut da oben.